So, wir sind hier gerade am Stand von dem von euch häufig geliebten Gin von Cabra Bock. Und ja, hier gibt es ein neues Baby von Cabra Bock. Von dem kriege ich jetzt gleich einen Gin Tonic. Ein Cabra Bock Mestral. Mestral ist ein Wind auf Mallorca, glaube ich. Genau, das ist der Nordostwind. Der einzige Wind, der gerade auf die Tramuntana prallt und der einzige Wind, der in Soja reinweht durch die, durch die Talform und die Bahia. Und was ist an dem neuen Gin jetzt, an dem Mestral, was ist Besonderes? Was haben wir für Botanicals drin? Wir haben uns an einem Tramuntana-Waldspaziergang inspiriert. Sind halt viele wild wachsende Kräuter drin, Botanicals. Hauptsächlich schmeckt man Pinie, im Abgang eine leichte Süße von Myrte. Ist aber auch ein bisschen Zitrone drin, es ist auch Pfeffer und einige Stoffe, um Bitterkeit abzurunden und die Astringenz zu besänftigen. Also ist schon ein etwas komplexerer Gin als die, die wir bis jetzt hatten, zutatenmäßig zumindest. Und es sind auch noch weitere drin, 12, 13 weitere Zutaten drin. Es ist jetzt natürlich nicht alles aufgezählt. Ich probiere ihn jetzt gerade mal. Natürlich auch ein paar Geheimnisse. Geschäftsgeheimnisse. Na klar. Streng bewachtes Rezept. Ist jetzt auch gemacht mit dem Dry Gin, mit dem Dry Tonic. Und ja, ist wirklich lecker. Ist was ganz Neues. Müsst ihr probieren. Könnt ihr bestellen. Neu von Cabra Bock. Gracias a ti. Vielen Dank, Patrick. Danke, Max.